Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner Review von der neuesten Episode. Wir sind am Start mit Folge 290 und holy shit, diese Folge war Baba-mäßig animiert. Das fand ich sehr, sehr nice. Genau das Richtige, was ich vom Boruto-Anime sehen will. Nicht mehr normal. Das hat wieder eine ganz andere Atmosphäre. Du merkst, ey, Studio Piro auch wieder ein bisschen selber dran beteiligt. Einfach wirklich nice. Die Einstiegsfolgen waren nicht so top animiert. Diese heutige Folge war von vorne bis hinten durchgehend krass animiert, dynamisch, flüssig, wirklich einfach nur geil. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den massiven Support und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Boruto oder Naruto verpassen wollt. An dieser Stelle kann es losgehen mit der Folge und meiner Baba-mäßigen Review. Also, ich würde sagen, wir gehen rein in den Code Encounter. Code Kampf geht jetzt schon los. Pacing, technisch ist das Ganze schon ziemlich schnell abgehandelt worden. Also, man lässt sich nicht wirklich Zeit. Ich bin mal wirklich gespannt, ob da jetzt bald eine Pause vom Anime angekündigt wird, weil wir haben März. Bisher wurde noch nichts revealed oder enthüllt oder bekannt gegeben. Das ist ja immer noch nur ein Gerücht. Also, es steht noch nichts fest, was das Thema betrifft. Deswegen, also entweder machen sie den Cut, machen irgendwann in 10 Folgen oder so Anime-Only-Kram oder sie pausieren den Anime für ein paar Monate. Ich denke, die beiden Möglichkeiten hat man, denn wenn das so weitergeht, wird man wahrscheinlich in ein paar Monaten den Manga überholen und wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. In dieser Folge sind mir nicht so viele Veränderungen zum Manga aufgefallen. Ich glaube, es gab ein, zwei Szenen, die hinzugefügt wurden. Die gesamte Kawaki-Szene, wie man ihm auf die Spur kommt, dass er einen Schattendoppelgänger erzeugt hat und in Wirklichkeit abgehauen ist, war im Manga anders. Da hat man das Ganze hier im Anime mit der Klo-Szene quasi ausgetauscht. Das fand ich sogar ein bisschen lustiger hier in der Anime-Variante. Aber im Grunde nimmt sich das nicht viel. Also von der Szene oder von dem, was gesagt wird, ist es eigentlich fast identisch. Von daher muss ich hier nicht weiter drauf eingehen. Aber ja, die Anime-Szene ist ein bisschen anders als im Manga. Weil im Manga ist Kawaki, nachdem er den Müll rausgebracht hat, nicht auf Klo gegangen, sondern einfach wieder in sein Zimmer und hat sich hingelegt und Boruto hat irgendwas gemerkt, ist dann hingegangen und hat mit ihm geredet, hat mit ihm interagiert. Man hat an der Art und Weise des Schattendoppelgängers auch schon gemerkt, dass das nicht der richtige Kawaki war und dann ist er zu Naruto hingegangen und hat ihn darüber in Kenntnis gesetzt, dass etwas nicht stimmt. Hier im Anime war das etwas anders, da ist Naruto von selber aus zu den beiden gekommen. Ich will auch mal sagen, dass Inujin wirklich sein Maul halten soll, was das Chakra-Team, also die Sensor Einheit von Konoha betrifft, denn die können einfach gar nichts. Also die werden eingeführt und die scheißen nur rein. Natürlich muss man auch fair sagen, die rechnen natürlich nicht damit, dass ein Alien kommt, sein Chakra unterdrückt und dementsprechend ihr ganzes System auf den Kopf stellt. Damit rechnen die natürlich nicht, das planen die nicht mit ein, deswegen ist das vielleicht ein bisschen unfair gedacht, aber ich würde trotzdem sagen, dass die nicht wirklich was drauf haben. Ich finde aber, dass Nishi im Anime, also der Typ, der auf Boruto und Kawaki aufpasst, besser aussieht als im Manga. Im Manga ist das einfach nur irgendein fetter Jonin und hier im Anime hat er wenigstens ein bisschen Drip. Ich glaube, er kam auch schon mal in Anime-Episoden vor. Ich weiß aber jetzt nicht, welche Episodenanzahl das war oder in welcher Folge genau. Aber ich glaube, er wurde schon mal im Anime gezeigt. Im Manga hat man da nicht so Stellung zu bezogen, allein weil der Anime viel mehr Content hat. Kawaki entschließt also in dieser Episode von zu Hause abzuhauen und mit Code zu verhandeln, beziehungsweise nachdem er von Code selber erfährt, dass es noch eine weitere Person hinter Code gibt, die so ein bisschen die Fäden zieht. Da will er natürlich mit dieser Person verhandeln, weil er wieder merkt, okay, jemand möchte von ihm Gebrauch nehmen. Code
ist hier auch eher nur so der Spielball vielleicht von Ada, um Kawaki letztendlich an sie zu bringen. Und wir kriegen das Treffen der beiden. Kawaki kriegt natürlich ordentlich aufs Maul und kann nichts machen, denn aktuell hat er noch kein Karma mal. Wir haben dann das Gespräch von Shikamaru und Amado, die Besessenheit von Kawaki ansprechen. Im Englischen wird hier von einer Madness gesprochen, einer Besessenheit, einer krankhaften Besessenheit von Naruto. Man kann das vielleicht ein bisschen ins Verhältnis stellen zu Code und Ishiki, dass Code natürlich Ishiki sehr verehrt, den Otsutsuki-Clan sehr verehrt, auch so ein Otsutsuki-Gott werden möchte. Und Kawaki hat diese Madness gegenüber Naruto, dass Naruto definitiv nicht sterben darf. Deswegen möchte er alles auf sich nehmen. Deswegen will er den gesamten Hass von Code auf sich nehmen und ihn darum bitten, dass nur er stirbt und Konoha in Ruhe gelassen wird. Das finde ich auf jeden Fall babamäßig von ihm, aber ist vielleicht zu kurz gedacht, denn Code sagt selber hier, dass das so der erste Schritt ist, denn schlussendlich wird er den Planeten sowieso vernichten, nach dem Motto, wenn er eben den Chakrabaum pflanzt, die Frucht bekommt und dann stirbt sowieso jedes Leben auf dem Planeten. Demnach macht es also keinen Unterschied, ob er sie jetzt mit eigenen Händen tötet oder sie später sowieso sterben. Er spricht hier von mindestens 4, die er killen will. Ich denke, das werden Naruto, Sasuke auf jeden Fall sein. Boruto, maybe, wahrscheinlich auch, weil er ja auch im Ishiki-Fight mit dabei war. Kawaki müsste entfernt worden sein von der Liste. Ich denke, der 4. wird dann Amado sein. Außer er wird Kawaki ursprünglich als 4. mit eingeplant haben. Aber das wurde nicht weiter kommentiert von seiner Seite aus in der Folge. Aber ja, letztendlich würde sowieso jeder sterben. Er möchte das aber vorher mit eigenen Händen absolvieren sozusagen und demnach macht die Bitte oder das Angebot von Kawaki keinen Sinn und er lehnt das natürlich ab. Shoutout geht definitiv raus an das Produktionsstudio. Ich fand die Atmosphäre in dieser Folge sehr genial gemacht. Ich fand das sehr nice, wie Kawaki durch den Wald läuft, wie Code ihm hinterher rennt, wie er ihn einholt. Boruto kommt dann hinzu, natürlich mit dem Stirnband von Sasuke, rettet Kawaki und macht sich jetzt bereit, gegen Code vorzugehen. Er haut Kawaki noch eine rein und sagt ihm dann, dass er derjenige sein wird, der ihn retten wird, wenn Kawaki derjenige sein wird, der Naruto beschützen will und dass er sein Leben nicht so wegschmeißen soll. Boruto macht also volle Kanne ernst, hab sehr Bock. Am Ende der Folge aktiviert er dann nochmal sein Karma mal und nächste Woche wird brachial werden. Ich hab sehr, sehr Bock. Das wird sowieso wieder von Studio Pierrot gemacht. Hab einfach unnormal Bock auf nächste Woche. Ein weiteres Indiz dafür, dass nächste Woche und übernächste Woche sehr krass werden, ist, dass wir natürlich in der Preview wieder fast gar nichts gesehen haben. Das ist meistens ein Indiz dafür. Vom Manga-Content her wird nächste Woche natürlich auch vollgefüllt sein. Ich weiß natürlich schon, was passiert. Von daher kann man da definitiv mutmaßen, wie weit es gehen wird. Wir haben die Spoiler-Titel für die nächsten 2 Episoden schon am Start. Von daher denke ich, werden wir auch in den nächsten Tagen nochmal ein paar Spoiler-Titel bekommen, um dann entweder sagen zu können, dass der Anime pausiert oder wie die Zukunft vom Anime aussehen wird, ob die den Code-Arc wirklich einfach weiter adaptieren oder ob sie da einen Cut ansetzen, eine Pause reinmachen und sagen, wir gehen wieder rein in Anime-Only. Keine Ahnung an der Stelle. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man so lange drauf gewartet hat oder dass das, was wir letztendlich bekommen, vielleicht etwas zu wenig ist, dass wir jetzt vom Code-Arc nicht so viel haben, weil es nur eine Handvoll von Episoden sein wird, die adaptiert werden und dann sind wir wieder beim aktuellen Manga-Stand. Es ist also nicht so wie beim Kara-Arc, der richtig Aufbau hatte und diesen ganzen Kram, also eine gewisse Vorarbeit geleistet wurde. Ich habe ja schon in den letzteren Reviews immer mal wieder angesprochen, dass ich diesen Übergang von Anime-Only zu dem Manga-Canon-Stuff nicht so gut finde, zumindest was diesen Teil hier jetzt die letzte Zeit betrifft. Also sagen wir mal das Jahr 2022 zum jetzigen Jahr. Ich finde diesen Übergang nicht gut, weil der sehr abrupt stattgefunden hat. Da hätte man auf jeden Fall viel smoother handeln können, finde ich. Safe Call, das hat der Boruto Anime in der Vergangenheit auch mehrmals zeigen können. Das ist so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Das ist letztendlich vielleicht nicht
so viel sein wird, was wir haben werden. Dass das Ganze hier schon in ein paar Folgen vorbei ist, dann ist ein Cut und dann kommt wieder Anime Only, wo dann wieder jeder abschaltet, so nach dem Motto. Das ist, denke ich, der einzige Punkt, der mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Ansonsten habe ich eigentlich keine Skepsis, was die nächsten Folgen betrifft. Ich denke, die werden phänomenal werden. Ich glaube, das wird Baba-mäßig aussehen. Also lassen wir uns mal überraschen, was Studio Pierrot nächste Woche kocht. Bin sehr gespannt. Denke, das wird eine Baba-mäßige Folge. Das wird von meiner Seite aus zu dieser Episode gewesen. Genau so muss der Anime laufen. Genau das will ich vom Anime sehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Für den Support würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!